Was ist denn los, Liese? Warum bleibst du denn plötzlich stehen? Nun lauf doch. Lauf. Was hast du denn? Was soll ich denn machen? Ich kann doch den Wagen nicht ziehen. Liese, liebe Liese, so lauf doch. Warum lässt du mich denn im Stich? Was machst du denn für Geschichten da? Sag mal, liegt es am Geschirr hier? Ah! Mein Gott, hast du mir einen Schrecken eingejagt? Deshalb wolltest du nicht weiterlaufen. Aha. Wer bist du denn? Ich bin die Goldmarie. Die Goldmarie. Sicher heißt du so, weil du so schöne goldene Haare hast. Ja. Und warum hast du dich vor mir versteckt? Ich hab gedacht, du bist ein Räuber, weil du so ein großes Messer hast. Nein, ich bin doch der Schleifer, Josef. Messer schleifen, Scheren schleifen, das ist alles, was ich kann. Hopp! Hier! Na, Liese. Sie will nicht immer, wie ich will. Na, wo soll denn die Reise hingehen? Nach Blumenau. Nach Blumenau? Oh, da will ich auch hin. Hey, Hott, Liese! Blumenau, ein schönes Dörfchen. Nette Leutchen dort. Naja, ein paar weniger nette gibt's schon auch. Wie so überall. Aber sag einmal, Goldmarie, warum schicken dich denn deine Eltern so ganz allein auf die Reise nach Blumenau? Aber ich hab doch gar keine Eltern. Meine Eltern sind tot. Tot? Oh, das tut mir aber leid. Und bei wem willst du jetzt bleiben? Ich soll zu meiner Tante, der Witwe Bertha in Blumenau. Die Witwe Bertha? Mm. Kennst du sie? Natürlich kenne ich sie. Weißt du, ich kenne alle Leute. Alle kennen mich. Sie wohnt gleich vorne an im Dorf. Es ist das Haus mit den bunten Blumen an den Fensterläden. Stimmt es, dass sie auch noch eine Tochter hat? Ja, stimmt schon. Die heißt übrigens auch Marie. Die hat kohlrabenpechschwarzes Haar. Ja? Und ist ein bisschen älter als du. Ui, da freue ich mich. Dann können wir zusammen spielen. Spielen? Ja, vielleicht könnt ihr spielen. Kann ja sein. Aber pass mal auf. Jetzt können wir gleich das Dorf Blumenau sehen. Hinter der Kurve dort. Siehst du, das ist Blumenau. Schon längst hier sein. Sie ist sicher erst später aufgebrochen. Oder vielleicht kommt sie gar nicht. Aber du hast es mir doch versprochen, dass sie kommt. Du hast es mir doch gesagt. Und du hast mir versprochen, dass ich dann nicht mehr kochen, bügeln, putzen und waschen muss. Jeden Morgen darf ich ausschlafen und jeden Abend aufbleiben. Ja doch, natürlich wird sie und kommen, du Mariechen. Hast mir auch gesagt, dass meine Hände ganz weiß und sauber bleiben. Und jeden Tag darf ich mein Sonntagskleid anziehen. Aber wenn sie nicht kommt. Oh, mein Kind, ist schon gut. Natürlich, natürlich. Komm mit ins Haus. Iss ein Stück Kuchen und ruh dich ein bisschen aus. Bist ja so fleißig gewesen. Die ganze Wäsche hast du so schön abgenommen. Nun komm.
Das ist das Haus. Hier wohnt deine Tante. So, da sind wir. Ich bleibe noch den ganzen Tag hier im Dorf. Da siehst du mich vielleicht noch einmal. Und alles Gute wünsche ich dir. Auf Wiedersehen, Schleifer Josef. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Hier, Alice. Hier. Na. Halt, mein Bündel. Was? Ach so. Hopp. Dankeschön. Bitteschön. Hier, Alice. Auf Wiedersehen. Kikiriki! Die Goldmarie ist hier! Die Schleife ich im Nu. Die Scheren, die geht gleich. Der Schleifer Josef ist da. Heraus! Der Schleifer Josef ist da. Heraus! Guten Tag. Guten Tag. Du bist also die Marie? Ja, die Goldmarie. Die Goldmarie. Komm rein. Mach die Tür zu. Du wirst also jetzt hier bei uns bleiben? Ja. Sei froh, dass du jemand gefunden hast, der dich aufnimmt. Es gibt aber viel Arbeit bei uns. Wenn du faul bist, schick dich meine Mutter wieder weg. Ich habe meiner Mutter auch immer bei der Arbeit geholfen. So? Das ist aber schön. Warum legst du dann nicht endlich deine Sachen weg und fängst an, den Tisch aufzuräumen? Na ja, los. Und dann holst du die Wäsche herein. Und Holz aus dem Schuppen. Und mein Bett muss geschüttelt werden. Und die Stube gekehrt. Halt, dort ist die Küche. Die Messer, die schleife ich im Nu. Die Scheren. Nimm die Messer und die Schere und trag sie ihm hinaus. Das Große auch. Ich? Wer denn sonst? Hey, Marie, geh mal raus. Der Scherenschleifer ist draußen. Nimm die Messer aus der Küche und die Schere aus der linken Schublade und trag sie ihm hinaus. Aber dass du mir gleich wiederkommst. Ich habe auch noch eine Menge für dich zu tun. Lauf schon. Der Schleifer Josef ist hier. Herbei. Hallo Kinder, nur drängelt doch mal nicht so. Ich muss doch hier Platz haben. Soll ich das ganz scharf machen? Ihr werdet staunen, wie scharf das wird. Ein Messer kostet ein Kreuzer, eine Schere kostet zwei. Ein Messer und eine Schere, das kostet der Kreuzer drei. Klipp und klapp, alle singen mit für mit. Scherenschleifer, misst ein armer Wicht. Hast kein Geld, schau mal, hast du mich schon mal gesehen? Nein, die kenne ich nicht. Ah, da bist du ja wieder, meine Goldmarie. Setz dich mal schön hin. Ein Messer kostet ein Kreuzer, eine Schere kostet zwei. Messer schleifen, Scheren schleifen, das ist alles, was ich kann. Scherenschleifer, bist ein armer Wicht. Hast kein Geld beim Beutel, nur ein lachendes Gesicht. Scheren, Messer, her damit, gib mir Arbeit, liebe Leute. Soll das? Habe ich dich hergeschickt, damit du hier tanzt, wenn drinnen die Arbeit schreit? Marsch, ins Haus. Gib mir meine Messer. Bitte schön. Meine Schere auch. Was bin ich euch schuldig? 10 Kreuze. Was? Ja, das kostet so viel. Ergebenster Diener, alte Hexe. Stellt sich das freche Ding hin und tanzt mir am helllichten Tag im Hof herum. Dir werde ich das Tanzen noch austreiben, du faules Ding. Hol Holz. Ich wollte erst Wasser holen. Wasser auch. Und füttere die Ziegen. Und bring den Wäschekorb herein. Und trödel nicht zu lange herum. Ja. Thank you.
Nadelschleifer, Josef. Leg wohl, Goldmarie. Wiedersehen. Wo hast du das Holz? Warum sind die Betten noch nicht aufgeschüttelt? Springen und tanzen kann sie, ja. Aber das Arbeiten, das werde ich ihr schon noch beibringen. Das ist der Hofmarschall. Sicher eine wichtige Botschaft. Komm, da gehen wir hin. Du bleibst hier, geh an die Arbeit. Mich sendet euer Fürst und Landesvater. Ich verlese eine Botschaft seiner Durchlaucht des Fürsten. An meine Landeskinder. Ich, euer Fürst und Landesvater, geruhe für meine fürstliche Familie, eine fürstliche Hofschneiderin zu bestellen. Fürstliche Hofschneiderin wird das Mädchen werden, das das schönste Garn im Lande spinnen kann. In 3 Monaten vom heutigen Tag an werde ich selbst durch mein Land reisen und alles Garn prüfen, das die Mädchen gesponnen haben. Das Mädchen, das das schönste Garn mir zeigt, werde ich mit auf mein Schloss nehmen. Es wird den Titel Fürstliche Hofschneiderin bekommen und 100 Taler Lohn. Fürstliche Hofschneiderin. 100 Taler Lohn. Das ist etwas für dich, mein Kind. Du wirst fürstliche Hofschneiderin und goldene Kleider tragen. Einen Prinzen wirst du heiraten. Und in einer goldenen Kutsche fahren. Das schönste Garn wirst du spinnen, das der Fürst je gesehen hat. Spinnen? Aber ich kann doch gar nicht spinnen. Was? Du kannst nicht spinnen? Nein. Na, natürlich kannst du nicht spinnen. Ich kann es ja selber kaum noch. Ja doch, ja doch. Es wird doch schon etwas einfallen. Natürlich. Du wirst eben spinnen lernen. Jetzt sofort! Hey, hey, wo ist denn das faule Ding? Wo steckst du denn? Werde mal im Hof nachsehen. Was? Bist du noch nicht fertig? Lass alles stehen und liegen und hol sofort das Spinnrad vom Boden herunter. Los, lauf, beeil dich! Ja, wo ist denn? Da, geh hinauf. Daraus wird mein Kind das schönste Garn spinnen, das der Fürst je gesehen hat. Aber wie denn? Das ist doch alles ganz einfach, mein Kind. Pass auf. Mit der rechten Hand greifst du in die Wolle und mit der linken? Nein, umgekehrt. Mit der linken Hand greifst du in die Wolle. Mit dem Fuß treten, mit der rechten Hand. Wo bleibt das faule Ding nur mit dem Spinnrad? Also, mit der Hand treten und mit dem Fuß den Faden drehen. Unsinn. So, mit dem Fuß treten und mit der Hand den Faden drehen. Ja, mit dem Faden treten und mit der Hand den Fuß drehen. Ah. Nein, mit dem Faden den Fuß. Da ist ja Goldmarie. Das Spinnrad steht aber schon lange herum. Ich werde hier einmal die Schnur nachspannen. Wir brauchen dich jetzt nicht. Geh hinaus auf den Hof und bring die Wäsche herein. Das? Wie kann denn der Rocken hin? Nein, da nicht. Also, ich weiß es nicht mehr. Da auch nicht. Jetzt muss ich mal überlegen, wie war das noch? Hier kommt der Rocken hinein. Wie geht denn das? Nein. Hier. Und der Faden? Hier.
Und da kommt der Faden rein. Mhm. Hier muss man mit dem Fuß treten. Au! Was ist denn schon wieder? Ach, setz dich hin. Einen Augenblick mal so. Und jetzt? Jetzt musst du den Faden, die Wolle hier hineinziehen. Nein, so. So. Vorsicht. Und jetzt? Mit dem Fuß treten. Mhm. Ah! No. Mit der Hand drehen. Dem Fuß. Ach, ah. Lass doch meinen Fuß los. Aber du hast doch gesagt... Hier kommen die Finger her. Wo denn? Ich kenne mich nicht mehr aus. Lass mich mal. Wirst du wohl die Wolle loslassen, so eine dumme Person. Das Spinnrad ist schuld. Wieso ist das Spinnrad schuld? Das lerne ich nie. Ich will nicht. Ich laufe weg. Du bleibst hier. Komm sofort hierher. Setz dich hin. Ich kann nicht. Du sollst mit dem Fuß hier treten. Das tue ich doch. Nein, nicht so schnell. Hör auf. Wieso soll ich aufhören? Habe ich was falsch gemacht? Mach weiter. Ach, die Hand mit dem Fuß. Halt doch an. Lass doch die Finger. Oh, was denn? Wieso? Ach, da. Goldmarie. Pft. Komm, mach weiter. Au! Ach. Mein Fuß! Sei doch nicht so wehleidig! Jetzt hab ich's! Nein, doch nicht! Nimm doch die Finger da weg! Was denn? Wieso? Ach, da! Vorsicht, die Spule! Ach, ich bin doch nicht schuld! Was stehst du da herum? Zurück in die Küche? Halt einen Augenblick. Sag einmal, mein Kind, kannst du eigentlich spinnen? Ja, natürlich. Dann komm mal mit. Soll ich's mal versuchen? Ja, setz dich da mal her. Na, steh auf. So. Aber auf so einem Stuhl kann man nicht spinnen. Naja, so geht's natürlich auch. Ich habe schon mal schöneres Garn gesehen. Das geht ja ganz einfach. Ja. Mutter und ich haben auch immer gesponnen. Dann kannst du ja auch bei uns spinnen. Ja. Komm, wir wollen nach der Wäsche sehen. Nein. Wir wollen nach der Wäsche sehen. Ich will aber nicht. Komm jetzt. Wirst du wohl. Nun wirst du doch fürstliche Hofschneiderin werden. Aber ich kann doch gar nicht spinnen. Du wirst dem Fürsten wunderbares Garn zeigen. Garn, das die da drin gesponnen hat. Wieso? Sie wird spinnen, bis ihr die Finger bluten. Viele Spulen. Und die allerschönste Spule wirst du dem Fürsten reichen. Meine fürstliche Hofschneiderin, vielen Dank. Komm, mach schnell die Läden zu. Jetzt schon? Sonst sieht am Ende noch einer, dass du nicht fleißig am Spinnrad sitzt. Komm! Nun, mein Kind, spinnst du auch gutes Garn? Du weißt doch, dass du noch all diese Spulen vollspinnen musst. Oh, schlecht. Der Faden ist hier viel zu dünn. Und hier ist er zu dick. Schau, Mutter, hier war ihm ein ganz dicker Knoten. Die Wolle ist aber auch ganz kurz und... Was sagst du da? Hast du noch mehr solcher Ausreden? Aus dieser Wolle spinne ich dir das schönste Garn. So eine herrliche, lange, feine Wolle. Ja, ja, du musst jetzt weiterspinnen, bis zur letzten Spule. Wir gehen jetzt schlafen. Damit wir dich nicht stören. Aber sie wird mich stören. Wie soll ich denn da schlafen? Das Rad summt ja wie ein ganzer Bienenkorb. Ja, du hast recht. Ja, da kann man wirklich nicht schlafen. Sie soll hinausgehen auf den Hof. Ja, richtig. Nimm die Laterne und setz dich an den Brunnen. Und da bleibst du auch. Bis die letzte Spule gesponnen ist. So. Und den Schemel.
Die Laterne wird dir leuchten. Gute Nacht, mein Kind. Gute Nacht. Hast du jetzt endlich begriffen, dass sie dein Garn spinnen soll? Jetzt ja. Also. Unsere Uhr hat 10 geschlagen. Löscht das Feuer und das Licht und sorge, dass kein Brand ausbricht. Die Nachtwächter! Ja, was ist? Hast du ein Licht für meine Laterne? Aber ja, natürlich. So. Gute Nacht, mein Kind. Ich danke dir. Gute Nacht. Dreh dich schneller, Rädchen, spinn ein weißes Fädchen, ein Fädchen weiß, ein Fädchen fein, so, 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 immer rundherum, immer schneller, so, so, so. Au! Oh, meine Spule, was mache ich denn nur? Die ist ganz blutig. Los, wer ist da? Ich bin's. Was gibt's denn? Meine Spule ist in den Brunnen gefallen. Erweckst du mich mitten in der Nacht? Was sagst du? Du hast die Spule in den Brunnen geworfen? In den Brunnen hast du sie geworfen? Also spring doch selbst nach und hol sie wieder herauf. Steige die Leiter hinunter und du wirst deine Spule wiederfinden. Oh. Das Wasser ist verschwunden. Oh.
Guten Tag, mein Kind. Ich bin die Frau Holle. Ich habe gesehen, dass du sehr aufmerksam bist und arbeiten kannst. Willst du in meine Dienste treten? Ja, aber ich bin hier, um meine Spule zu suchen. Das weiß ich. Die bekommst du und noch anderen Lohn sollst du haben, wenn du mir dienst. Ich will euch gerne dienen. So komm. Ich habe nämlich so viel Arbeit und an so viel zu denken und niemand hilft mir. Weiter. Da. Das sind die Türen zu den Wetterkammern. Gefällt es dir hier? Ja. Du siehst aber nicht so aus. Ich habe nur Angst, dass ich die Arbeit in diesem Haus nicht richtig mache. Ach, mein Kind, da brauchst du keine Sorgen zu machen. Frau Holle macht das Wetter und du hilfst dir dabei. Aber wie soll ich denn die Wolken, den Wind und Regen machen? Wo soll ich den Schnee und die Sonnenstrahlen hier nehmen? Du sprichst wie eine, die Angst hat vor dem ersten Schultag, weil sie noch nicht schreiben kann. Das wirst du doch alles lernen. Hier von dieser Wetteruhr kannst du alles ablesen, was du zu tun hast. Regen oder Sonnenschein, Wolken oder Schnee. Wenn die Wetteruhr auf Regen zeigt, musst du Regen machen. Und wenn... Oh, du liebe Zeit, wir müssen in die Wolkenkammer. Mach das Fenster auf, Marie. Das darfst du überhaupt nie vergessen. Du musst immer die Fenster aufmachen in den Wetterkammern. Siehst du, Marie, du musst ganz fest rühren, dass der Kessel schäumt. Dann gibt es Wolken. Geh du zum anderen Kessel. Siehst du so? Wie kriege ich den denn auf? Ganz fest umrühren, wie du es von der großen Wäsche gewöhnt bist. Genug, aufhören! So, jetzt schnell in die Regenkammer. Komm, mein Kind. Und eines darfst du nie vergessen, Marie.
Das ist sehr wichtig. Es darf immer nur eine einzige Wetterkammer offen bleiben. Ehe du eine Türe aufmachst, sieh dich genau um, ob alle Türen wirklich zu sind. Sonst gibt es ein böses Unwetter. Merk dir das, ja? Und jetzt mach schön die Türe zu. Komm. So, ihr lieben Fischlein, an die Arbeit, damit es Regen gibt auf der Erde. Komm, mein Kind, mach das Fenster auf. Mehr, ihr guten Fischlein, mehr. Den Fischen muss man immer gut zureden. Genug, ihr lieben Fischlein, genug für heute. Das war ja nur ein leichter Schauer. So, mein Kind, jetzt schließt du das Fenster, dann kommst du mir nach in die Windkammer. Hier kannst du schon alleine arbeiten. Lass den Wind aus dem Fenster sausen, dass den Menschen die Hüte von den Köpfen fliegen. Welchen? Den? Ja. Noch einen, das genügt nicht. Den großen. Ja. Weiter. Der Wind soll die Wolken vom Himmel putzen, dass er wieder blau wird und die Sonne wieder scheinen kann. Den will ich auch. Oh, komm. So. Nun wird es Zeit, dass wir in die Sonnenkammer gehen. Lass den Wind ruhig auspusten. Komm. Aber womit? Immer sind sie staubig und immer wieder müssen sie geputzt werden. Aber da oben kann ich nicht putzen. Du stellst dich sehr geschickt an, Marile. Ich denke, dass ich sehr zufrieden sein werde mit deiner Arbeit. Wo ist denn die Schneekammer, Frau Holle? Morgen wird es schneien. Nun lass es sein. Genug Sonne für heute. Ich will dir jetzt dein Zimmer zeigen. Komm, mein Kind. Sonnenschein. Regen, Wolken, Wind, Blitz, Hagel, Eis, Schnee, Sonne. Frau Holle! Frau Holle! Nun komm schon, dass ihr Kinder vor lauter Staunen immer das Schlafen vergessen wollt. So, mein Kind, hier kannst du schlafen und wohnen. Was machst du denn für ein Gesicht? Gefällt dir dein Zimmer nicht? Nein. Warum denn nicht? Ach, jetzt habe ich doch die Möbel vergessen. Nein, das kann dir wirklich nicht gefallen. Ein Bett, Stuhl, Tisch, Schrank.
Nun schlaf schön. Morgen früh werde ich dich wecken. Gute Nacht, Frau Holle. Gute Nacht, mein Kind. Dass sie mich nicht weckt. Zu Hause muss ich viel früher aufstehen. Werd mal das Bett machen. Oh, gerade wollte ich dich wecken. Beinahe hätte ich vergessen, dass ich seit gestern so eine tüchtige Hilfe habe. Na komm, komm herauf. So. Natürlich, du musst sogar. Das reicht noch lange nicht zum Schlittenfahren für die Kinder. So, jetzt klettere da hinauf, ja? Und nimm das obere. Jetzt nehmen wir mal ein anderes Kissen. Ich bin so froh, Goldmarie, dass du zu mir gekommen bist. Bleib so schön fleißig. Und pass immer gut auf, dass du nichts versäumst und nichts verwechselst. Sonst kommt ein böses Unwetter. Achte immer auf die Wetteruhr. So, und jetzt lasse ich dich allein arbeiten. Oh, ja, schön. Ja, gut. Weiter drüben. An die Arbeit, dass es Regen gibt auf der Erde. Musik.
Na nur Regen und Schnee auf einmal. Da stimmt doch etwas nicht. Du hast so lange auf die Erde hinuntergesehen und hast Heimweh bekommen. Nun will ich dir etwas sagen. Du hast mir fleißig gedient, warst brav und klug. Nun sollst du wieder zur Erde zurückkehren. Freust du dich, ja? Ja, aber wenn ihr mich noch braucht, so will ich gerne bleiben. Nein, nein, deine Zeit bei Frau Holler ist abgelaufen und du wirst bestimmt auf der Erde erwartet. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Frau Holle, aber ich muss unbedingt meine Spule wieder haben, sonst... Natürlich bekommst du deine Spule, wie versprochen. Komm. So, mein Goldmarile, nun ist deine Zeit bei Frau Holle zu Ende. Tritt unter das Tor, damit du deinen Lohn empfängst. Ich. Lasst mich mal durch. Reines Gold. Oh. Was ist da? Mm. Oh, Gold. Bist du gewesen? Erzähl doch. Wie schön sie ist. Ein goldenes Kleid. Wie eine Prinzessin. Ein silberner Faden auf einer goldenen Spule? Ich bin bei der Frau Holle gewesen. Was hat sie gesagt? Was hat sie denn gemacht? Was sie gesagt hat und wie sie aussieht. Was hat denn Frau Holle nur gemacht? Was hat sie denn nur gemacht? So, mein Kind, du kommst jetzt mit ins Haus. Sie muss jetzt Ruhe haben. Du bist sicher müde. Geht jetzt nach Hause. Sie gehört uns. Geht doch. Ach, weg. Und dann bist du an das Tor gekommen. Und dann? Da hat Frau Holle gesagt, ich soll unter das Tor treten. Und dann ist der Goldring auf mich herniedergefallen. Und die Spule? Ich will auch so eine goldene Spule haben. Ich will so eine Spule haben. Gleich ist schon gut. Wie war das mit der Spule? Die hatte ich plötzlich in der Hand. Ich will auch zu Frau Holle. Ich will so eine Spule haben. Sei doch still. Nun bist du doch sicher müde. Du wirst dich ein bisschen hinlegen wollen. Ich will nicht schlafen. Doch, komm. Ich bin ja noch gar nicht müde. Aber nein doch, mein Schätzchen. Wer wird denn so eigensinnig sein? Du siehst ja schon ganz schläfrig aus. Nach so einer langen Reise und was du alles erlebt hast. Nun komm schön. Nein, ich will doch nicht. So, und dass mir das Kind ja nicht herauskommt, ehe es nicht schön ausgeschlafen hat. Gute Nacht. Gute Nacht. Los jetzt, komm schon. Hol das Spinnrad vom Boden herunter.
Beeil dich drauf! Willst du etwa kein goldenes Kleid und keinen silbernen Faden? Ha. So spute dich doch schon endlich! Soll ich vielleicht zur Frau Holle laufen? Was, ich soll zur Frau Holle gehen? Dumme Frage, natürlich sollst du, jetzt sofort. Ich soll in den Brunnen steigen? Nein! Halt den Mund und komm mit. Ich mag nicht. Psst, sei doch ruhig. Willst du vielleicht, dass die da drin hört, was du vorhast? Nein, aber ich hab Angst. Hab Angst. Hast du selbst genau gehört, was du zu tun hast? Stich dich in den Finger, wirf die Spule in den Brunnen, dann rufst du und dann kommt schon die Leiter. Und dann? Dann steigst du die Leiter hinunter. Und dann? Oh, du mein Gott, dann gehst du durch das Tor auf die Wiese. Mhm. Und dann? Ach, herrje, dann setz dich hin und heul. Oder wart darauf, bis dir eine gebratene Taube ins Maul fliegt. Und dann? Ach, du meine Güte. Setz dich hin. Au! Das nicht. Ja, was ist? Das geht nicht. Was geht nicht? Ich kann nicht spinnen. Wer redet denn von Spinnen? Stich dich endlich in den Finger und lass mich schlafen. Soll ich mich lieber in die linke Hand stechen oder in die rechte? Welches ist jetzt die rechte? Nein, lieber in die linke. Also. Au! Au! So, die Spule schön voll Blut machen. Und jetzt in den Brunnen werfen. Jetzt muss ich nach Frau Holle rufen. Hm. Frau Holle, meine Spule ist ins Wasser gefallen. Gib sie wieder her. Nun schick schon endlich die goldene Leiter. Oder soll ich vielleicht ins Wasser springen? Steige die Leiter hinunter und du wirst deine Spule wiederfinden. Na endlich. Hat ja lange gedauert. Uah, ist das tief. Naja. Aufkriegen soll. Weil ich gerade Hunger habe. Dann drückt dich einer weniger. Siehst du, ich hab's doch gleich gesagt. Zieh uns raus! Wir verbrennen in dem Haus! Zieh uns raus!
Kuchen drin. Zieh uns raus! Aua! Zieh uns raus! Wir verbrennen in dem Haus! Ach, bloß Brot. Aber ich habe doch gar keinen Hunger auf trockenes Brot. Sag mir lieber, wo das Hollehaus ist, du alter Ofen. Also, da bin ich. Ich will auch in eure Dienste treten. So? Ihr seid doch die Frau Holle. Ja, die bin ich. Du kannst gleich mit der Arbeit beginnen. Nein, jetzt bin ich viel zu müde. Ich muss erst schlafen. Erst wirst du arbeiten. Du hast die Äpfel nicht geschüttelt und das Brot nicht aus dem Ofen geholt. Tue wenigstens jetzt deine Pflicht. Diese Uhr zeigt dir immer an, was du zu tun hast. Weiß ich ja schon alles. Sag mir lieber, wo die Bettenkammer ist. Du willst doch nicht etwa in der Schneekammer schlafen. Nein, ich will die Betten schütteln, damit es auf der Erde schneit. Ich kann dich nur in meinen Diensten behalten, wenn du fleißig bist. Ihr werdet ganz zufrieden mit mir sein. Ich will doch meine Spule vergoldet wieder haben. Dafür will ich arbeiten von früh bis spät. Schon. Schnee. Muss ich schon wieder raufgehen? Groß, auch zu groß.
Was hast du gemacht? Nichts? Lüge nicht. Von nichts und wieder nichts klirren ich die Scheiben im ganzen Haus. Du hast die Fenster nicht aufgemacht und den Windballon zerrissen. Höre, diese Uhr zeigt dir ganz genau an, was du zu tun hast. Aber du musst in den Kammern die Fenster auf und zu machen. Wenn du nicht ordentlich und gewissenhaft bist, wird es ein furchtbares Unwetter geben. Geh jetzt in die Regenkammer. Los, ihr alten Fischmäuler! Lasst es regnen! Das soll einen Sturzbach geben, dass die ganze Erde wegschwimmt. Mehr, mehr, mehr! Ach, die Sonne kann warten. Ich will lieber erst was anderes machen. Würdest. Dauernd muss man rennen und rennen. Wieder sein? Kannst du denn nicht einmal deine Dummheiten für dich behalten? Was sollen die Menschen denken von so einer Sonne? Ich hätte nicht übel Lust, dich auf der Stelle fortzujagen. Aber nein, Frau Holle, ich muss doch eine goldene Spule haben. Ich will von jetzt an immer fleißig sein und arbeiten, bis ich umfalle. Wenn du nicht augenblicklich an deine Arbeit gehst, ist es mit meiner Geduld endgültig zu Ende. Schon wieder Schnee. Das hätte mir die Alte aber auch sagen können. Muss ich wieder rauf? Jetzt soll sie aber mehr als zufrieden mit mir sein. Ja, ja, wackel nur. Wirst schon sehen, wie schnell ich jetzt laufen kann.
Stelle verlässt du mein Haus. Wirklich, ich bin froh, diese Schinderei endlich loszuwerden. Aber meine Belohnung... Was ist mit meiner Belohnung? Du wirst deinen gerechten Lohn erhalten. Und meine Spule will ich auch wieder haben. Auch deine Spule sollst du bekommen. Tritt unter das Tor, damit du deinen Lohn empfängst für deine Faulheit und dein Ungehorsam. Halt hinauf, gleich wird es dunkel kommen. Was ist denn das? Das? Durchlaucht, das ist der Pech. Ja, so etwas. Wie kannst du dich unterstehen, mir eine solche Spule überhaupt anzubieten? Entschuldige dich wenigstens. Das ist ja eine Unverschämtheit. Das ist einfach skandalös. Lass doch. Zeig einmal her, mein Kind. Seht euch das einmal an, Hofmarschall. Habt ihr vorher einmal solches Garn gesehen? Nein, schön. Wunderbar. Ja. Und die goldene Spule. Ja. Das ist die schönste Spule, die ich je gesehen habe. Aber sie ist doch noch viel zu... Was? Klein. Wie? Wollt ihr etwa, dass ich mein fürstliches Wort breche? Wie es glitzert und funkt und wie gesponnenes Lied. Und du kommst jetzt mit mir an meinen Hof, ja? Komm, oder willst du etwa nicht? Nein? Du sollst doch meine fürstliche Hofschneiderin werden. Ich soll fortgehen von hier? Ja, du kommst jetzt mit mir auf mein Schloss. Ja, aber... Ach so. Deine Leute dürfen natürlich mit dir ziehen, freilich. Danke, oh Exzellenz. Vielen Dank, Goldmarie. Na ja. Also, los, fahr zu. Na und? Wo sollen wir denn sitzen? Wo sollen wir denn sitzen? Sollen wir vielleicht sitzen? Nein, nein, nein.